Ja, willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Ich bin der Jollum und ich bin heute nicht alleine, sondern der China Tiger ist mit dabei. Ganz in Hallo. Grün. Ja, ich gebe mir Mühe. Grün und lila. Ja. Gut, Farbexperten werden jetzt sicherlich mir irgendeine andere Farbe nennen können. Vielleicht sogar mit einem genauen Hexwert oder was auch immer. Für mich ist das lila. Ich bin farbenblind. Ja, oder rosa, das könnte auch sein. Aber die Hautfarbe Also, ist auf jeden Fall grün ja. und mein Gefährte will wieder hoch hinaus. Und nach der letzten also Planetenmission, werde ich momentan nicht wirklich blasser. Ich krieg meine Hautfarbe wieder zurück. Blöde helle Seitepunkte. Ich will doch möglichst viel dunkler haben, aber. Ich will helle haben. Aber die Entscheidung war einfach: Hallo, das sind potenzielle Verbündete, das musste ich einfach so nehmen. Natürlich. So, wir sind ein bisschen gereist. Wir sind Ja. jetzt beim Bomberkommandoposten, denn der China Tiger hat im Süden noch eine Klassenquest. Ja, und da hattest du den Schnellreisepunkt bisher noch nicht, weil du vermutlich mit Richtig. keinem Charakter deines Lebens bisher da unten hin musstest. Das schon, vielleicht, aber nicht mit diesem. Also mit meinem Agenten bestimmt. Dann hätte ich mit dem nochmal einloggen müssen und dann hättest du vielleicht auch den Punkt bekommen, keine Ahnung. Nee, das geht Ich leider nicht. habe auf einigen Planeten sehr interessante Schnellreisepunkte, die mir freigeschaltet sind, wo ich Okay. mit den Charakteren definitiv noch nie war. Dann ist das ein Bug. Gut, da ich die Quests von A nach B mache, bringen die Schnellreisepunkte meistens nicht viel. Ist also halb so wild. Und da sind wir auf die Idee gekommen, warte mal, du hattest hier in der Gegend ja fast keine Story-Quests, Gar oder fast nichts. keine Erkundungsquests gemacht. Genau, also. Und es gibt hier Heldenmissionen noch, Genau, die und. ich nicht gemacht habe. Cool. Dann. Ja, also Heldenmissionen alleine machen ist meistens aus meiner Sicht etwas bescheiden. Mittlerweile geht das ganz gut, Ja, ab gewissem Level. mittlerweile. Aber das Risiko gehe ich nicht ein, da Ewigkeiten wie ein nasser Tropf dran zu hängen. Nee, das macht auch keinen Spaß. So, beteiligen. Tut mir leid, das Labor kriegt nur selten Besuch. Die meisten gehen uns lieber aus dem Weg. Aber ich freue mich, euch zu sehen. Die Republik hält sich ganz schön ran, um Taris zu säubern und neu zu kolonisieren. Aber ich weiß, wie wir sie stoppen können. Ich brauche nur jemanden, der für mich die Giftstoffe in einer verfallenen, verpesteten Ruine freisetzt. Ihr wirkt gar nicht wie eine Imperiale. Das Imperium hat mich aufgenommen, als die Republik mir Kriegsverbrechen vorwarf. Aber meine Vergangenheit ist nicht wichtig. Die von Taris ist alles, was zählt. Bevor das Imperium Taris bombardierte, war die Chemiefabrik sehr erfolgreich und hatte eine Menge tödlicher Chemikalien gelagert. Sie sind immer noch da. Die meisten Schadstoffe hat die Republik schon verbrannt. Aber sie haben die Fässer mit Trichloroheptan 357 übersehen. Ein wunderbar tödliches Gift. Diese Chemikalie ist mir nicht bekannt. Trichloroheptan. Es hat noch andere Wirkungen, aber vor allem ist es ein tödliches Gift, das in Verbindung mit Luft einen säurehaltigen Nebel verursacht. Es würde die ganze Gegend im Handumdrehen kontaminieren. Leider weiß die Republik, wie wichtig die Chemiefabrik für den Wiederaufbau ist. Sie hat einen Kommandotrupp dorthin beordert. Wenn ihr da eindringt und die Behälter mit der Chemikalie aufbricht, wird der ätzende Nebel den Boden für das ganze nächste Jahrhundert vergiften. Die Pläne der Republik zu durchkreuzen ist eine Sache, aber ihr wollt den ganzen Planeten ruinieren. Genau genommen ist es ja kein dauerhafter Schaden. Und je eher die Republik kapituliert, desto weniger von uns müssen sterben. Die Ruine der Chemiefabrik liegt in der Nähe der republikanischen Außenposten. Macht schnell! Wenn die Republik Wind davon bekommt, welche Chemikalien wir suchen, werden sie sie zerstören. Boah, das ist ja schon wieder eine Mission, wo ich eigentlich sagen würde, ey, komm, die lassen wir mal sein. Aha. Oh, du glaubst gar nicht, was ich eben für einen Stress hatte, um das Mikrofon stumm zu kriegen. Okay. Ich dachte mir so, in der Aufnahme muss man nicht alles hören, was ich mache, wenn ich nicht unbedingt ganz gesund bin. Nein. Ich hätte hier auch noch eine Erkundungsmission. Die hast du wahrscheinlich schon gemacht. Ja, also ich habe hier keine weiteren Missionen, Okay. die mir angezeigt werden. Ich gucke mich trotzdem gerade um, ob ich noch irgendwas übersehen hätte.
Aber wenn du noch irgendwas hast, dann red mal mit den Leuten ruhig. Okay, dann mache ich das. Mit Lord Rivers. Ich kann mit dem eh nicht reden, also von daher... Du kannst am Gespräch teilnehmen. Wenn du möchtest, kannst du in den Kreis gehen und mitmachen. Ich sehe da keinen Kreis. Okay, dann nicht. Bin ich qualifiziert. Sie sind ganz in der Nähe. Sie verbergen sich. Beflecken Taris mit ihrer Fäulnis und heilen Wunden, die besser schwären sollten. Wie kann man nur so viel Freizeit haben? Ich kann an nichts anderes denken, während sie Taris weiterhin unterwandern. Die Jedi treiben sich in der Wildnis herum, helfen den Plünderern beim Wiederaufbau und bilden diese Idioten zu Widerstandskämpfern aus. Ihre Miliz aus Freiwilligen hat bereits imperiales Blut vergossen. Ihnen und ihren Meistern muss eine Lektion erteilt werden. Bringt die Plünderersoldaten um. Wenn einige von ihnen euch tot zu Füßen legen, werden die Jedi sicher kommen. Es gefällt mir nicht, aber es ist notwendig. Dieses Jedi-Gezücht ist doch selbst schuld. Genießt euren Triumph. Die Jedi sollen die Schreie der Unschuldigen vernehmen. Wenn sie dann aus ihren Verstecken kriechen, seht zu, dass keiner überlebt. Okay, alle töten. Sollte nicht allzu schwer sein. So. Ach Mensch, das ist doch auch hier direkt da unten die Helden 2 Fabrik, wo du hin musst. Ja. Und auf dem Weg dazwischen müsste ich noch 8 tarsianische Miliztruppen bezwingen. Ach, das sollten wir hinbekommen. Ich glaube, da rennen mehr als genug rum. Wahrscheinlich. Toll, jetzt renne ich da dem ja, vollkommen falschen Person hinterher. So, aber bei so. Dem Namen kein Wunder. Wieso? Hast bestimmt auch gelesen, Kitana. Nee, habe ich nicht, weil ich die Nameneinblendung aus habe. Ach so. Ich müsste jetzt nachgucken, welche meiner Charaktere Kitana reell heißen. Das ist dann etwas verwirrend. Etwas Baumaterial. Ja, es ist dann lustig, wenn wirklich dein selber Name verwendet wird. Oder grob zumindest. Genau der gleiche darf es ja nicht sein. Ja, damit hatte ich auch meine Probleme, als die Server damals zusammengelegt worden sind. Hm. Ich hatte nämlich auf einem Server meine Republik und auf dem anderen Server meine Imperiumscharaktere. Aha. Mit auch getrennten Vermächtnissen. Mhm. Die ich zwar gleich genannt habe, aber halt weiß ich nicht, serverübergreifend ist soweit getrennt. Und ich habe die Charaktere alle gleich benannt. Das geht dann natürlich nicht mehr. Ja, China war, also beziehungsweise China Riel waren einerseits mein erster Versuch eines imperialen Agenten. Nicht weit gespielt. Okay. Auch wichtiger, mein Hauptcharakter, die Schmugglerin. Das war mein allererster Charakter. Ah. Und Soldaten und Kopfgeldjäger habe ich gleich benannt, genauso halt dann wie auch alle anderen. Der Unterschied war halt wirklich bloß, okay, entsprechend die Spiegelklasse zur auf der jeweils anderen Seite. Hm. So, 2 noch. Ja, mein erster Charakter war ein Jedi-Ritter. Ey, so bin ich ja nutzlos. Ja, da war ein explodierendes Fass, das konnte ich mal zu meinen Gunsten nutzen, so. Besiege den tarsianischen Milizwachkommandanten. Verdammt, ich glaube, den hatte ich eben schon. Soll vorkommen. War auf jeden Fall ein gelber. Aber hier gibt's doch bestimmt noch mehrere, denn das ist so eine Bereichs... Da ist einer. Achso, so ein Silberner.
Toll, wenn ich ankomme, ist ja schon wieder halb hinüber. So muss das. Jetzt weißt du mal, wie mir das geht. Oh, ist da noch jemand? Nein. Ich habe ja schon aufgeräumt. So, und jetzt sind wir immer noch nicht durch. Jetzt muss ich noch den Jedi-Eingreiftrupp beordern. Diese Richtung. Können wir die nochmal mitnehmen? Das war ziemlich knapp. Ich glaube, hier die Gegend hatte ich auch mal im Stream gehabt. Das mag sein. Das war, wo mir, glaube ich, dazu gesprochen hat. Du, das schaffst du mit deinem Level. So, dann drücke ich einmal den Knopf. Eingreifstrupp, da bist du. Hallo, Eingreifstrupp. So, das war's. Könnte ich entweder eben noch zurück das abgeben, denn die Heldenmission müssen wir nicht abgeben. Wir müssen eh noch weiter in den Süden, also wollen wir den Weg doch machen. Ja, aber wir können ja auch Schnellreise zur Heldenmission machen. Nee, würde ich nicht. Okay. Sowas wird bei mir nicht gemacht. Was? Ich glaube, letztes Mal haben wir das gemacht. Nein. Nee, stimmt, haben wir nicht. Wir sind hingegangen. Ja, da. Ja, ganz altmodisch. Ganz altmodisch, Nur ja, um das. Halt mein Alter. Nur um das Let's Play in die Länge zu ziehen, ey. Da werde ich auch gleich ins Wasser geschmissen dafür. Du, ich werde ja auch ständig aus der Deckung gezwungen, also von daher. Aber wenn da so eine Truhe ist, dem kann ich nicht widerstehen. Ja, das kenne ich. Mach's ruhig auf. Ja, ich muss bloß nah genug ran. Achso. Achso. Mal gucken, was bei rumkommt. Für mich. So, jetzt müssen wir hier irgendwie durch. Wo ist der? Was ich hasse. Einfach auf den Weg wieder drauf. Ich würde sagen, als erstes biegen wir nach links ab. Jo. Da geht's kurz in meinen Story-Bereich und dann können wir zur Heldenmission. Dann Heldenmission kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Also ich glaube, ich habe die Event schon mehrfach gemacht in meinem Leben. Das kann hier gut sein. Hier ist so eine Schnellreise. Jo, habe ich schon automatisch, als ich das Gebiet jetzt entdeckt habe, automatisch freigeschaltet. Zumindest ist es so auf der Karte markiert. Nee. Ach, das so war schon das Ding. Das war das Ding. Stimmt, das war mal blöd. Musste man immer wieder hin. Sich durch die Gegner schnetzeln. Okay. Ja gut, die Gegner, die Levels gut nicht mit. Die sind sogar auf Höchststufe, wenn man hier durchkommt, 5 Level unter einem. Da hätte man sie sich auch schenken können. Ja, immerhin haben sie einem einen Schnellreisepunkt vor der Tür gewährt. Ist ja auch schon mal was. Jo. Ja, geradeaus. Das war ziemlich knapp. Du hast aber eine anziehende Persönlichkeit. Ja, die mögen mich. Boah, ein Schutzschild. Ja, damit kriegst du 20% weniger Schaden für 20 Sekunden. Yay.
Ach, er ist tot. Ja. Und gab keinen Loot. Ja. Sehr unbefriedigend. Ist das hier geradeaus? Ja. Dr. Eckert Lokin. Ziffer, ihr seid wohlbehalten zurück. Und ich fummle hier nur mit Nasan Goderas Ausrüstung herum und hole mir einen Stromschlag nach dem anderen. Wie peinlich. Kisa 10 versucht, den Ultrawellentransmitter einzusetzen, um Rakule zu lenken. Doch sie muss Daten über die Koloniebewegungen der Rakule einholen. Ich versuche, sie und ihre Diener daran zu hindern. Oh, wie beunruhigend. Ich beschäftige mich in meiner Freizeit mit Rakulen. Wenn ich Koloniedaten wollte, würde ich ein Sensornetz errichten und Daten sammeln. Wenn ich kein Sensornetz hätte, würde ich die Sensoren der Siedler entlang der militärischen Frontlinien verwenden. Sie stecken voller Daten, die eure Freunde nur zu gerne hätten. Ihr könntet ihnen aber zuvorkommen. Ihr seid wirklich eine große Hilfe. Danke. Und das war noch nicht einmal alles. Mein eigenes Rezept für Kampfstimulantien auf Kolto-Derivatbasis. Ein Mittel, das euch noch tödlicher macht. Gegen diese Feinde werdet ihr es brauchen. Dann wollen wir hoffen, dass wir Kisa 10 von den Daten fernhalten können. Super, neue Hosen, die ich nicht brauche. Juhu. Und kann ich es jetzt zerlegen? Ja. Damit sonst schon nichts machen kann. Dann wenigstens das. Ach, böse Kamera. Das ist, wenn ihr mit einmal so einen ekelhaften Sprung macht. Wie das? Vieh ist noch nicht respawned. Zumindest nicht in der Gegend hier. Aber da vorne stehen schon wieder welche. Ja. Aber das geht ja sehr schnell. So, vielleicht gibt er ja diesmal Loot. Dann hoffen wir mal. Nein, natürlich nicht. Wozu nehme ich dich mit? Ich weiß nicht. Zum Loot klauen. Hast du dich jetzt aber auch wieder sehr zurückgehalten, oder? Der hat den Gegner nicht aufgefasst. Als Ziel. Und dann ist alle Tasten, die ich drücke, irgendwie sinnlos. Ja. Hier steht ein MT4T Astromektroide, ganz einsam. Muss meiner sein. Jetzt ist er weg. Ja, ich beschwöre nochmal einen neuen. Okay, diesmal ein Verteidigermodell. Und hier schwebt eine Waffe in der Luft rum, also irgendwie. Ah, nee, das ist dein Schiffsmodell. Ah, ja. Ja, Verteidigermodell. Jawohl. Ich dachte eben erst irgendwie so ein Anzeigefehler. Nein, das darf ausnahmsweise da sein, wo es ist. Nur auf den. Das ist nicht sehr hilfreich, wenn sie hinterher rennen und du weiter wegrennst. Nee, jetzt sind sie meinem Gefährten gerannt. Noch schlimmer. Der ist ja auf Tank eingestellt. Ja. Also, so eigentlich alles nicht, richtig gemacht. Ja. So wusste ich nicht so wirklich, wo ich meine Fähigkeit platzieren soll, wenn die da einfach weiterrennen. Einfach auf meinen Gefährten. Ich wusste nicht genau, wo sie hinrennen wollen. Gut, mal da hinten sehen wir den Eingang bereits. Geradezu? Ja.
Juhu, ja, wir sind richtig. Kana. Das war ziemlich knapp. Der ist weg. Wie kommst du darauf, dass wir hier richtig sein könnten? Es ist ein Gefahrgut, Dingsbums. Ein Gefahrgut-Kampfsoldat. Ach so. Und wir sollen ja... Ich habe da bloß republikanisch gelesen, der Rest war nicht von Bedeutung. Ist kein Storybereich. Doch, oder? Nee, ist keiner. Heldenbereich. Dann hoffe ich mal, dass hier jetzt nicht so viel Action ist. Mal die Industrieanlagen auf Fest besucht. Ich glaube, wir sind nicht alleine. Denn Heldenmissionen sind ja für alle interessant. Egal welches Level. Wo müssen wir hin? Wir müssen... In den Süden. Geradeaus einfach. Oh, ich bin langsam. Dann beweg dich doch mal. Ich habe einfach meine Fernkampffähigkeiten benutzt. Und da vorne. Ich habe keine anderen Fähigkeiten. Hm? Achso, ja. Oder kaum. Ja, wobei ich das aber auch immer noch ein bisschen komisch finde mit den Inquisitoren bzw. Attentätern. Oder wie auch immer sie heißen mögen. Schon okay, das fand ich nicht nett, dass der da so aus dem Off kam. Aber ging ja. Ja, an diese Mission kann ich mich so ein bisschen erinnern. Ja, die ist halt wirklich nervig, wenn viel los ist. Aber sieht ja ganz gut aus. Ja, wenn man dann ewig warten muss, bis irgendwelche Fässer wieder nachspawnen. Ja, das habe ich irgendwie ständig gehabt. Ich habe die immer dann gehabt, wenn alle anderen auch irgendwie hin wollten. Alles okay? Die haben nicht. Ach so. Also das Blöde ist, die Bonusmissionen sind irgendwelche Droiden zerstören. Habe ich auch gerade herumrennen. Habe ich eben auch festgestellt. Mich gewundert, hä, wieso steht das immer noch auf 2? Aber es wäre ja sonst auch zu einfach gewesen. Ja, ganz genau. Und die Bonusmission muss man aber auch, wenn man sie abschließen möchte, auch abschließen, bevor man die Hauptquest hier abschließt. Ach, das ist so eine blöde Kamera. Ist das so eine Bonusmission? So. Haben wir hier alles? In dem Raum glaube ich ja. Auf in die nächsten. Es sei denn, wir warten auf den Respawn der Sachen. Da gehen wir einfach in einen anderen Raum. Langweiler. Das heißt ja Langweiler. Ach, komm. Ich möchte doch mich einfach hier ein bisschen umgucken. Also viel Loot haben die Viecher aber auch nicht mit. Nee. Ich glaube, den haben sie halt auch massiv runtergefahren in den Heldenmissionen. Aber ich habe da zum Glück keinen großartigen Vergleich. Also man konnte eine Zeit lang damit ganz gut Geld machen. Es gab dann auch einen Bonus, wenn man mit mehreren unterwegs war, dass man auch dann mehr Credits insgesamt bekommen hat. Und den Bonus gibt's hoffentlich immer noch. Nein, den gibt's nicht mehr. Ich glaube, der kam mit dem letzten großen Update. Ja. Also es war eigentlich immer allgemein relativ lukrativ, doch lieber in einer Gruppe unterwegs zu sein. Alleine.
Und das durchaus in mehr als einer Hinsicht. Mir gibt's auch keine Pumpe. Nö. Wenn es doch eigentlich alles so viele Nahkämpfer wären. Ich finde das ganz gut. Wenn sie mich nur nicht immer, weiß nicht, einfrieren würden oder was sie da machen. Versteinern. Das ist ein bisschen nervig. Ja, aber sie rennen laufen von dir weg zu mir. Dann komm zu mir. Ich will aber nicht. Ich bin Fernkämpfer. So, wir brauchen noch ein paar Droiden und irgendwo eine Pumpe. Jo, aber wie gesagt, wenn wir die Pumpe machen, dann brauchen wir die Droiden auch nicht mehr machen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in den anderen Flügel rüber, da könnte es noch eine Pumpe geben. Und dann kommen wir definitiv an genug Droiden vorbei. Jo. Also wenn ich zumindest so den Umkreis ansehe, weil vom Umkreis her dürfte es bloß in zwei Räumen das Ganze geben. Stimmt. Na dann. Schon wieder. Das war ziemlich knapp. Ich liebe diese Klasse. So eine schöne Reichweite. Immerhin ein Druide steht da rum. Wir haben Loot. Und das nicht zu knapp. Na gut, an den Credits könnten sie noch ein bisschen drehen. Ah. Und Droiden, dann gibt's ja auch in Mengen. Ja, besonders schön für meinen Begleiter, kann er viel looten. Irgendwie werde ich hier lauter Raketen beschossen. Wieder weg. Aber eigentlich sollten die doch alle meinen Gefährten angreifen. Ich habe die hinten, also etwas weiter hinten auch noch angegriffen. Ja, und damit waren die natürlich nicht einverstanden. Ich weiß gar nicht wieso. So, 5 Droiden fehlen noch. Die finden wir, keine Sorge. Da zum Beispiel. Ja, die sind immer so eins. Es ist halt immer so ein einzelner von denen. Los geht's. Na. Jetzt komme ich da nicht rüber. Gibt's doch nicht. So. 4 Droiden. Warum hast du dich so lange mit denen da drüben aufgehalten? Ja, weil, ne, ich bin nur 2 Level drüber und ich mag diese Klasse einfach nicht. Jetzt ist die Klasse wieder schuld. Natürlich, was sonst? Aber wir haben ja Zeit. Ja, ich dachte mir, ich lasse dich mal so ein bisschen wenigstens machen. Es ist schließlich auch eine Helden-2-Mission, ne? Ja, und kümmere mich währenddessen um die anderen. Sehr gut. Dann gehe ich schon mal in den Nachbarraum. Aber das sieht mir nicht sehr nach Droiden aus. Nein. Ja, wir brauchen bloß noch 3. Hier ist ein Droide. Hier sind doch 2. Echt? Ah, zu spät, jetzt muss ich die erstmal fertig machen.
Okay. Wenn da noch zwei drin sind, dann haben wir es ja. Ja. Den da bitte auch noch zerlegen. Hier links steht einer und da rechts steht einer. Ah, ich habe sie nicht als Druiden erkannt. Das war ziemlich knapp. Und damit sind die Bonusmissionen erledigt. Juhu! Dann brauchen wir jetzt ja nur noch die Chemie-Kreislaufpumpe finden. Ja, die ist vermutlich im Raum südlich von uns. Vermutlich. Jawohl. Und natürlich nochmal Druiden. Ja. Und wer hätte das gedacht? Oh, und eine Truhe. Oha, auch noch. Das lohnt sich ja richtig. Ach, jetzt stehen ja hinten alle im Weg. Naja, aber nicht mehr lange, ne? Soll nicht ruhig anspringen, genau. Genau, kommt alle zu mir. Ich kümmere mich um euch. Oder auch nicht. Ah, das war nicht so gut. Ja, mein Heiler war mit wichtigen Loot-Angelegenheiten beschäftigt. Ah ja. Haben sofort registriert, dass ihr die Halter geöffnet habt. Gut gemacht. Diesmal weiß ich, dass ich die Kiste des Machtlords nehmen muss. Ja, ich habe bloß eine zur Auswahl bekommen. Nicht so wie letztes Mal. Das sieht doch gleich viel besser aus. So. Meine Gefährtengeschenke sortiere ich übrigens immer aus für die Leute, die mein Video gucken, weil ich die einfach für meinen Hauptschar benutze. Das, was man hier so im Laufe der Storys hinkriegt mit den Gefährten, das reicht eigentlich aus, um zu leveln. Ja. Ich gucke halt, was den größten Einfluss in dem Fall bringt. Ja, später hast du 3000 verschiedene Gefährten zur Auswahl. Ja. Da kannst du eh alles gebrauchen. Ich schaue nochmal eben in die Truhe rein. Ich sag mir halt, okay, es bringt einen guten Einfluss. Dann kann ich auch sagen, okay, dann nehmen wir das halt mit. Für den Gefährten, die ich gerade aktiv habe. So, ich dann... Jetzt nicht durchlaufen. Ich auch nicht. Ich müsste die... Gleich... Quest noch bei Lord Rivers wieder abgeben. Im Bomberkommando-Posten. Das würde ich gerne noch machen. Ich ja auch. Du auch? Ja. Und danach würde ich dann gerne in der nächsten Folge erstmal Richtung Questen. Um den anderen Teil der... Klassenmissionen zu machen. Ja, können wir machen. Aber dann reisen wir jetzt erstmal wieder zum Bomberkommandoposten. Ja. Ich denke, die Questabgabe ist dann auch ein guter Punkt für den Schnitt. Denke ich auch. Sind jetzt bei fast 35 Minuten. In die Richtung. Ladebildschirm. Ja. Ist immer schön, man sieht dann kurz aufleuchten, dass man da richtig steht und dann kommt doch nochmal der Ladebildschirm. Also, du konntest ja nicht mit teilnehmen, oder? Nö, ich sehe bloß, dass du die Abgabe hast. Ich habe meine Feinde vernichtend geschlagen. Ausgezeichnet. Erbarmen ist die Schwäche der Jedi. Zum Glück leidet ihr nicht daran. Gut. Gab ein bisschen Erfahrungspunkte, ein bisschen helle Seitepunkte und einen Stufenaufstieg. ja, dann... Es geht aber schnell bei dir. Muss ja auch. Ja, gab nochmal eine passive Fähigkeit. Der hat auch nochmal irgendwas. Machtschleier. Säubert von unschädlich entfernen. Na ja, gut. Einmal schädliche Sachen entfernen. Okay.
dann können wir die Folge ja eigentlich beenden. Ja. So, gerade wo du stehst. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin dann. Bis tschüss. Dann.